willkommen, Freunde, auf meinem neuen Video. Fangen wir mal an. Willkommen, Freunde, auf meinem neuen Video. Willkommen. Willkommen, willkommen. Ich dachte mir, ich gehe mal mit euch mal heute ein bisschen raus und zeige euch mal ein bisschen die Umgebung. Wir haben jetzt gleich wahrscheinlich wieder ein bisschen Sonne, deshalb muss ich meine schöne Brille hier dir anziehen. Ja. Hi. Jetzt siehst du der Kleine. Ja, ja, ziehen wir mal unsere Brille an. Moment. So, sieht gut aus, würde ich sagen. Ja, wir sind natürlich gerade in einem schönen, wunderschönen Park spazieren. Es ist ja schön warm. Ja. Ich hatte gestern so überlegt, hättet ihr vielleicht Lust auf so Slow-Motion-Videos? Mit dieser schönen Kamera, die ich habe. Die habe ich mal bei einem auf so einem YouTube-Video gesehen. Da dachte ich mir, Alter, komm, mach ich mir auch mal sowas. Ne? Also diese Kamera, die ist sogenannte Slow-Motion-Modus drin. Das ist ja meine GoPro. Und da kann ich auch wunderschön Slow-Motion-Videos drehen. Und ich bin mit meinem 3DL-Team heute mal unterwegs. Bisschen spazieren. Dieses M muss ich weglassen. Scheiße. Ich sag zu viel M. Freunde, kennt ihr das, wenn ihr Videos dreht, wo ihr zu viel M sagt? M und M's? Sagt zu viele M und M's, Freunde. Ja, im Hintergrund hört man hier so ein Getrommle. In diesem Park wird eine Hochzeit gefeiert, Freunde. Ja. So, wir haben jetzt ein bisschen mehr Licht. Viel besser. Viel besser, glaube ich. Ja, was wollte ich euch erzählen? Ich zeige euch mal ein bisschen die Umgebung. Seht ihr, da hinten wird diese komische Hochzeit gefeiert. Ich weiß nicht, kann man das hören? Kann man das von hier aus hören, Freunde? Ich weiß es nicht. Und da drüben sind ein paar fitnessbegeisterte Fußballer. Ja. Ich habe früher auch Fußball gespielt. Uah, Scheiße. Ich bin in eine Pfütze getreten. Ja, das ist das Problem, wenn man zu sehr auf die Kamera guckt. Man guckt nicht auf seinen Umfeld. Auf dem Umfeld. Das Umfeld? Keine Ahnung. Und hier komme ich immer hin, wenn ich ein bisschen Fitness machen will und trainiere hier mit diesem Reifen. Das ist ein Reifen von meinem Wagen, Freunde. Ja, und das ist hier auch zum Trainieren, Freunde. Kennt ihr das? Das ist hier für die Footballspieler, glaube ich. Die kennen das, glaube ich, hier, ne? So ein Ding. Hab nie gesehen. Oh, hier hinten ist auch was Geiles. Was ist denn hier? Alter, hier ist so eine Art Parcours oder sowas. Geil. Was ist das? Kann man das sehen? Ich habe so schöne lange Arme, ich könnte meinen Arm auch als Selfie-Stock benutzen. Also wenn jemand einen Selfie-Stock braucht, meldet er sich bei mir. Ja, das ist eigentlich nur so ein Spaziergang-Vlog, Freunde. Also es ist nichts Besonderes. Ne? Ich dachte mir nur, ich nehme mal diese Kamera mal mit. Ich hatte diese Kamera noch nie draußen ausgetestet, Freunde. Noch nie mal geguckt, wie die sich so draußen anfühlt, so richtig. Ah doch, das stimmt nicht. Ich habe sie schon mal probiert. Bei unserem Experiment mit Levi hatte ich die, glaube ich, mitgenommen gehabt. Ja, genau. Bei Levis Experiment mit der Coca-Cola. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, auf meinem Kanal könnt ihr es euch anschauen. Ne? Hat schon ziemlich viele Klicks auf das Video. Hätte ich auch nicht gedacht. Ne? Freunde, jetzt wieder ohne Brille. Weil die meisten denken ja, warum trägt der immer Brille? Das sieht einfach cool aus, ne? Für die Zuschauer, für die Kids. Wenn man da so ein Hütchen hier so und so eine schöne Brille noch dazu trägt, das ist cool. Das finden die Kids cool.
Und da haben wir auch schon einen lustigen Knaben. Hallo! Hallo zu mir, du kennst mich doch gar nicht. Aber sie sehen nett aus. Das ist gut. Du auch. Danke. Hallo. Hallo. Ich drehe gerade ein Video. Ach so. Ja. Ach deswegen. Ja. Bin ich da auch mit drauf? Nee, wollen sie ja nicht, ne? Nee, will ich nicht. Ja, ich weiß. Ciao. Ciao. Siehst du, der wollte nicht mit ins Video, der alte Opa. Der Opa Klausi. Ah, der war da ein Bier trinken, ne? Das wäre nicht so toll gewesen. Ne? Da hätte wohl seine Ehefrau erfahren, dass er da ein Bier saufen ist, da mitten im Park, wo die ganzen Kinder rumlaufen. Haltet euch fern von solchen Opas. Bier in der Hand. Frecher Bengel, Mensch. Geht gar nicht. So ein Fahrradfahrer. Folgt mich schon den ganzen Tag. Ich weiß nicht, was das von mir will. Hallo. Schon den ganzen Tag. Die ganze Zeit verfolgt er mich. In seinem roten Hemdchen. Das ist bestimmt ein Bulle. Ups, Polizist. So, zu guter Letzt gibt es von meinem 3D-Team dieses wunderschöne, leckere Steak mit leckeren Steakhouse-Pommes. Danke, liebes 3DL-Team, für diese wunderschöne Nahrung. Mein ganzes Steak, nur für mich ganz allein.